Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lucius. So, ja, wir haben jetzt letztes die Alte umgebracht. Wir haben schon so viele umgebracht, Mensch, das ist ja schon super. Michael, der Fahrer, er hat die Musik aufgedreht. Ich muss Will irgendwie von der Garage weglocken. Okay. Er sagt uns, ey, das ist irgendwie ein bisschen laut. Hör mal zu hier. So. Hast du übernommen? Super. So. Hey. Hey. Warum ist jetzt die Steuerung umgekehrt? Maus und Wettchen übernehmen. Aus. So. Gut. Jetzt habe ich den Hinweis nicht gesehen. Nochmal. Ich dampfe nicht und gehöre zu den Guten. Ich folge deinen Befehlen und kann auch hupen. Ah, okay, ein Auto. Auf jeden Fall. Wir gehen ja auch in die Garage, also ist das irgendwie logisch. So. Falsch. Zack. Wir hätten uns letzte Zeit ganz schön viel in dieser Gegend auf. Kann sein. Ich habe immer noch einen Lappen. Vielleicht kann man damit irgendwann sauber machen. Nach allem, was wir erlebt haben, ist es nicht oh schön, yeah. Tolle Musik zu Der Typ wird auf jeden Fall daran dauben. Okay, das ist doch der Chauffeur bestimmt. Ich meine, ich schätze, es ist in Ordnung, aber ehrlich gesagt werde ich es langsam leid. Hallo, Junge. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich meine, hör doch mal. Dieses Auto. Was können wir mit dem Auto machen? Scheint nicht so viel. Steht sonst irgendwas Nützbares, Nützliches rum? Was haben wir denn so? Nee, das scheint uns nicht viel zu helfen. Irgendwas? Ah, da. Ah, den muss ich ihn erst wegholen. Gucken, ob es nochmal geht, der Trick, dass er hier weggeht. Ist hier... Ist hier nicht mehr drin. Okay, da oben ist wieder das schöne Teil. So. Ja. Ja, es funktioniert nochmal. Ich glaube, die Waschmaschine ist wieder kaputt. Warte mal. Luftverschlammung des Garages kontrolliert. Okay, aber damit können wir nichts machen. Vielleicht kann er ja was für uns machen. Ach, ich setze immer die falsche. Ja. Das blinkt doch schon so eigenartig. Oh. So. Will deaktiviert die Klimaanlage in der Garage. So. Gut. Dann machen wir mal die Tür zu. Muss ja keiner merken. Er ist jetzt allein in der Garage. Ich könnte mich jetzt um ihn kümmern. Weißt du, jetzt kann ich das nehmen. Die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Farbverdünner sollte nicht inhaliert werden. Deshalb der Lappen. Ah, deshalb der Lappen. Okay. So, jetzt haben wir das. Und was machen wir jetzt mit dem? Ach, den nehmen wir hin. Oder er hier? Hör zu. Ach, er kommt bestimmt nicht von alleine darauf, das Ding mal zu schnüffeln. Hier. So. Ich konnte den Lappen mit Farbverdünner tränken und Michael wurde ohnmächtig. Ohne dass Will etwas gemerkt hat. Ich glaube, ich muss hier kreativ werden. Okay. Was heißt denn kreativ werden? Auf jeden Fall irgendwas mit dem Auto. Weil, ja. Ist ja nun mal so. Weil wir haben ja diesen Tipp dafür gekriegt. Wir können sogar ein Auto anmachen. Ohne Mist jetzt. Das ist ja hart. Ah. Und jetzt soll er daran ersticken, oder wie? Auch nicht schlecht. Das finde ich natürlich auch gut. So. Puh. Nee, kann ich gar nicht machen. Ja, dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Nein, Sir. Ich habe nichts gesehen. Ich war im anderen Raum und habe die Waschmaschine repariert. Als ich zurückkam, lief das Auto und er lag auf dem Boden. Nochmal langsam.
Sie waren im Raum nebenan und haben nicht gehört, wie das Auto von selbst ansprang? Nein, Sir. Ich habe wegen der Musik nichts gehört. Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist die Wahrheit. Ja, klar. Schön, das können Sie dem Richter erklären. Ich werde den Deputy herholen. Ich will nur sicher gehen, dass Sie nichts Dummes anstellen. Dann wurde er doch mal gefangen genommen. Was wurde uns da gezeigt? Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war. Die Dinge entwickeln sich zu meinen Gunsten. Der Detective denkt in der Tat, dass Will etwas mit dem Tod von Michael zu tun hat. Er ist mit Handschellen an den Regal gekettet, schnell bevor die Polizisten zurückkommen. Ich kann fühlen, wie meine Kräfte immer mehr zunehmen. Es macht nichts mehr aus, wenn er mein wahres Ich sieht. Okay, Michael, ich kann den Wagen mit meiner Windskraft starten, ohne dass er die Musik übertönt und Will es hört. Aber die Dämpfe bleiben einfach nicht drin. Ich muss etwas dagegen tun. Ja, das war dumm. Hätte auch früher machen können, dass wir wissen... Oh, die Polizisten kommen bald zurück, du musst schnell handeln. Okay, okay, okay. Was mache ich denn jetzt am besten? Also, uns wurde dieser Kanister oben gezeigt. Können wir damit irgendwas machen? Ja, das ist auch ein Augensymbol da drauf. Ah, okay. Und was bringt uns das jetzt? Kann doch keinen Kanister anmachen. Nee, aber er wird jetzt... Oh. Und jetzt? Können wir unsere Streichhölz benutzen, oder wie? Hier? Nee. Wir haben doch unsere Feuertechnik. Dann geht's mal los hier. Haha, der brennt, er brennt. Nice. Er fackelt ab. Geschafft. Fast da. Das heißt bestimmt wieder was. Du warst das nicht, Lucius. Nein, sie werden niemals drauf kommen, dass du das warst. Aha, wieder da liegt, Alter. Geil wie Sau. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich habe den Raum nur kurz verlassen. Scheiße, ist das Will? Ich habe erst heute Morgen mit ihm Kaffee getrunken. Viel länger mache ich das nicht mit. Wir müssen diesen verfluchten Ort verlassen. Wir gehen nirgendwo hin. Rufen Sie einen Rettungswagen und sagen Sie, dass es noch eine Leiche gibt. Oh yeah. Das war nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht. Jetzt haben wir 2 Morde auf einmal gemacht. Schon wieder. Das ist gut. Ich meine, ja, in so einer kurzen Zeit gleich 2 Morde. Das ist perfekt. Warum sind wir immer noch hier? Wir sollten jetzt gehen. Ich bleibe keine Minute länger in diesem Haus. Nancy, du musst ruhig bleiben. Ich bat die Priester um Hilfe. Sonst kann uns keiner mehr helfen. Du kannst nicht wirklich glauben, dass ein 7-Jähriger dahinter stecken könnte. Das werde ich herausfinden. Halte dich in der Zwischenzeit von Lucius fern. Hör zu, Charles. Ich warte mit unserem Sohn im Garten. Wenn du nicht kommst, dann gehen wir ohne dich. Dieses Ding ist nicht unser Sohn. Und ich werde es dir beweisen. Scheiße, die kommen langsam hin bei uns auf die Schlichte, wa? Das ist jetzt echt kacke. Amerikanische Schizophrenie. Okay. Sur le pont d'Avignon. Alle tot. Alle tot. Okay, damit verabschiede ich mich erstmal von diesem Paten, ich würde sagen. Das wird jetzt langsam. Ich glaube, es lebt ja schon keiner mehr. Das sind ja noch. Oh nein. Ich muss ehrlich meine Mutter umbringen. Das ist echt hart. Na gut, bis zum nächsten Part. Tschüss.